Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiges Thema: Batteriemanagement. Was versteht ihr unter Batteriemanagement? Schreibt es uns in die Kommentare und wir zeigen euch jetzt gemeinsam, was wir unter Batteriemanagement verstehen. Lasst uns einmal ins Fahrzeug schauen. Ihr seid der innere Retter im Fahrzeug. Ihr habt verschiedene Aufgaben, die auch in den Bereich des Batteriemanagements mit hineinfallen. Als erstes, damit es nie vergessen wird, wir lösen den Sicherheitsgurt der betroffenen Person. Das zweite in unserem Beispiel, wir gehen das Armaturenbrett weiter nach vorn. Hier ist die Handbremse. Das heißt, die Handbremse wird angezogen, wenn sie das noch nicht ist. Nächster Punkt, Start-Stopp-Automatik oder Zündung. Je nachdem, wenn sie ausgeschaltet ist, dann tun wir nichts. Ist sie noch an, wie in unserem Fall, dann Zündung ausschalten. Letzter Punkt im Innenraum, die Warnblinkanlage betätigen. Wenn die Warnblinkanlage noch nicht an sein sollte, dies passiert bei neuen Fahrzeugen, wenn die in eine Gefahrensituation kommen und es wird stark gebremst, dass sich das gegebenenfalls selbstständig einschaltet. Das heißt, ihr kommt zum Fahrzeug, die Warnblinkanlage ist noch nicht an, dann diese bitte einschalten. Jetzt gehen wir nach außen und versuchen noch so viel wie möglich die elektrischen Verbraucher zu verwenden. Zu denen zählen die Scheibenheber. Ja, jede Scheibe, die ihr versenken könnt, müsst ihr später unter Umständen nicht körnen oder müsst keine Gegenmaßnahmen gegen das Glas treffen. Wir haben elektrische Sitze, elektrische Lenkradhöhenverstellung. Alles das, was euch nutzt, den Patienten zu befreien, das tut, bevor ihr die Batterie abklemmt. Nachdem wir im Innenraum alle Verbraucher für uns genutzt haben, öffnen wir die Motorhaube. Dann gehen wir vor zum Motorraum und schauen uns diesen an. Wie wir hier sehen, sehen wir lilafarbene Kabel. Das weist uns auf ein Hochvoltsystem bzw. auf ein 48 Volt System hin. Lila 48 Volt, Hochvolt Orange, das werden wir in einem extra Video euch nochmal näher bringen. Das 48 Volt System können wir normal an der Batterie abklemmen, auch hier mit Werkzeug die Batterie ausfindig machen. Die haben wir hier vorne auf der Beifahrerseite, dann die Abdeckung öffnen und mit Werkzeug den Minuspol einfach abklemmen. Wie ihr seht, die Batterie im Motorraum ist abgeklemmt, trotzdem läuft die Warnblinkanlage noch. Heißt für uns, irgendwo im Fahrzeug befinden sich weitere Batterien. Diese gilt es jetzt zu finden. Batterieeinbauorte gibt es sehr viele, schaut unter Rücksitzbänken. Bei uns im Fall ist es jetzt im Kofferraum hinten, sprich im Kofferraum geöffnet, Innenverkleidung so weit entfernen, auch an die Zwischenböden denken, die gegebenenfalls dort herausgenommen werden müssen. Und wenn ihr die Batterie dann gefunden habt, dann klemmt ihr sie ab, auch hier wieder zuerst der Minuspol. Und ihr seht, bei der hinteren Batterie, die wir jetzt abgeklemmt haben, war das die letzte Batterie, Warnblinkanlage ist aus, somit ist das Fahrzeug stromlos. Nun gilt es, den Kofferraum zusätzlich zu sichern. Spätestens wenn der erste vorbeigeht, den die Kofferraumklappe stört und er macht den Kofferraum zu, dann ist der Kofferraum zu, weil Batterie haben wir vorher abgeklemmt. Denkt bitte an sowas. Fahrzeuginformationen werden auch im Bereich Batteriemanagement immer wichtiger. Je frühzeitiger ihr eine Rettungskarte vor Ort habt oder wie in unserem Beispiel das Crash Recovery System, desto schneller könnt ihr Standorte der Batterie finden und zusätzlich, wie diese Batterie deaktiviert wird. Auf solche Sachen gehen wir in Seminaren ein. Das heißt, wenn ihr ein Seminar buchen wollt, klickt auf den Link. Oder digitale Rescue Days, auch hierfür haben wir einen Link. Für Hinweise von euch nutzt die Kommentare. In diesem Sinne, aus der Praxis für die Praxis, let's create future.